Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem RTG-Gamer-Brösler aus dem Urlaub zurück. Ich bin wieder am Start und bevor bei euch hier die Alarmglocken angehen, scheiße, habe ich den Comeback-Stream verpasst. Habt ihr nicht? Alles gut, ich stream am Mittwoch wieder, also schaltet da auf jeden Fall ein. Ich freue mich sehr auf den Comeback-Stream, aber ich bin schon seit gestern wieder zu Hause und ich habe ein bisschen Zeit gehabt, so einen kleinen Zeitschlitz von so 3,5 Stunden, wo ich in meinen RTG-Account reingegangen bin und ich habe mir gedacht, ganz im Ernst, wollen wir mal versuchen, die Weekend League zu zocken? Und ich habe es getan. Was dabei rumgekommen ist, das seht ihr in diesem Video. Ich sag nur, Ikona! Freunde, ich bin so back aus dem Urlaub. Guckt euch einfach diese RTG-Folge an. Es ist eine kleine Zusammenfassung drin, was ich unter der Woche, als ich im Urlaub war, gemacht habe. Denn da haben die Mühlen auch nicht stillgestanden. Ich bin ein aktiver Nutzer der Compagnon-App. Ich bin da immer am Start. Ich freue mich, dass ihr bei diesem Projekt immer so am Start seid. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch weiterhin gefällt. Kommentiert gerne mit Teamverbesserungsvorschlägen und so weiter für die RTG. Es geht in die heiße Phase, denn in so 2 bis 3 Wochen geht ja auch das Team of the Season los. Und Junge, da sehe ich uns so krass mit der RTG. Also Freunde, wird wieder ein XXL-Video. Ist alles offstream entstanden. Guckt es euch einfach an. Sehr viel Liebe für euch, sehr viel Liebe für dieses Projekt. Rein da, let's go. Freunde, ganz kurzes RTG-Content-Update. Ich habe einfach von den letzten beiden Weekend Leagues die Kampagnen-Mix-Dinger jetzt nochmal bekommen, weil das ja gebuggt hat. Ich bin jetzt hier tatsächlich in der Web-App, auch im Urlaub immer mal wieder drin, wollte gerade ein paar SBCs machen. Ein kleiner Bruch ist, ich kann nicht auf den Transfermarkt zugreifen, aber ich mache hier halt immer so ein bisschen die 84x5er und sowas und die Tages-Dinger. Und ja, jetzt wollte ich heute ein bisschen weitermachen. Und habe halt gesehen, dass ich diese Kampagnen-Mix-Teile habe. Und ich muss die jetzt halt aufmachen, damit ich hier weiterkomme. Und das machen wir jetzt mal per Handy aus dem Urlaub. Ich bin gespannt. Ich kann jetzt hier leider kein Screen-Recording machen. Oder würde das sogar gehen? Ich weiß es nicht. Ich bin zu doof dafür. Ich mache es jetzt einmal, Freunde. So, let's go. Ja. Politano für Rating. Molina ist eigentlich auch ganz cool. Ist eigentlich nice, 90er Rating. Nehme ich mal mit hier. Let's go. Passt. Für die erste, weiß nicht, Carlos SPC oder so. Noch ein Politano. Harvey Elliott. Den fand ich eigentlich ganz geil, als ich den gezockt habe. Der ist aber auch nichts wert. Ich glaube, ich gehe sogar nochmal mit dem Politano wegen 90er Rating. Ich nehme hier meine 90er Politanos mit. Luke Keber. Future Star, der war eigentlich ganz geil in-game, aber die Position brauche ich halt wirklich so gar nicht, muss ich fairerweise sagen. Dann gehe ich hier auch mit Porro für SBC-Rating und dann den letzten. Ja. Also ich glaube, es ist halt tatsächlich, dass ich zweimal mit Porro gehe. Okay, perfekt. Hallo? Lol? The fuck? Hä? Wen habe ich denn jetzt genommen? Ich wollte eigentlich ein zweites Mal Porro nehmen. Warte mal ganz kurz. Moment. Wie kann ich denn das jetzt nachgucken? Hallo? Hä? Wie random? Okay. Ich check's nicht. Ich check's halt wirklich nicht. Okay, ich muss mal gucken. Es buggt anscheinend rum. Aber ja, die packe ich jetzt in SBCs. Hallo meine Freunde, was geht ab? Wir sind back in the business. Auf der RTG mit mir, dem Simon, eurem RTG-Gamer-Brösler. Ich bin ganz fresh und ganz clean aus meinem Urlaub zurück. Und dadurch, dass ich erst am Mittwoch wieder streame, dachte ich mir, gibt es eine kleine Offstream-RTG-Folge. Denn wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Die Weekend League geht noch 19 Stunden. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, mich hat hier der Ehrgeiz gepackt. Ich bin jetzt seit gestern Abend aus dem Urlaub wieder da. Und ich habe mich für die Weekend League qualifiziert. Zack, zack, habe 4-0 geholt und dann die anderen 4 Spiele gerade gequittet. Wir beenden die Playoffs. Moment, ich muss mir hier ganz kurz den Controller abmachen. Eine Sekunde. Oh, hier, zack. Wir beenden die Playoffs und dann gehe ich hier ein bisschen offstream in die Weekend League rein. Weil ich möchte natürlich mit der RTG hier weiter Meter machen. Ich hole euch einmal ganz kurz ab, denn ich habe natürlich, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe natürlich im Urlaub auch ein bisschen weitergemacht. Bin da ein bisschen in die SBCs reingegangen.
Zocken konnte ich nicht, weil ich hatte keine Konsole mit, aber halt wie gesagt in der Web-App immer ein bisschen Meta gemacht. Mein großes Problem war, ich bin in der Web-App noch nicht für die Transferliste freigeschalten. Deshalb konnte ich jetzt hier nichts kaufen oder verkaufen. Aber ich habe halt immer die täglichen Birthday-SBCs mitgenommen. Und ich habe auch diese 84x5 immer ein bisschen gemacht. Deshalb ganz kurzes Update hier zu Roberto Carlos. Den werden wir nach der Weekend League auf jeden Fall mitnehmen können. Ich habe jetzt hier mittlerweile schon das 90er-Team weg. Es ist nur noch ein 89er-Team, zwei 88er-Teams und zwei 87er-Teams. Also das sollten wir jetzt auf jeden Fall hinbekommen. Und dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes hier für eine SBC machen soll, wie ich das Team updaten soll. Das Team hat sich zur letzten Woche nicht verändert. Das sieht nicht so aus. Damit habe ich gerade die Games gequittet. Einen Moment. So sieht das Team aus. Hier, das ist der aktuelle Stand, ne? Also bis auf das Rolfö jetzt noch auf 93 gegangen ist, hat sich hier erstmal nichts getan. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch dann irgendwas machen, irgendwas upgraden. Wie gesagt, also Schweinsteiger und Futre. Ich glaube, die sind ein bisschen gesunken, ne? Das ist halt immer so. Boah, ich dachte gerade, der ist auf 200k gesunken. Okay, das geht ja noch. Boah, habe ich gerade einen Schock gehabt. 350k für einen Futre. Und Schweinsteiger habe ich gekauft für 517. Der ist halt richtig runtergegangen auf 400k. Aber da haben wir dann halt zumindest so unsere 750.000 Münzen zusammen. Wenn wir Marzen verkaufen, ich glaube, der ist ein bisschen gestiegen. Auf, glaube ich, 70 oder so. Ja, sogar fast auf 100. Also sagen wir mal, wir haben so 800k mit den drei Spielern zusammen tradable. Plus die 100k, die ich habe, sind halt so 900k, die ich flüssig habe. Je nachdem, was aus den Rewards kommt, so 1 Million Münzen wäre auf jeden Fall dann was, womit ich arbeiten kann. Was natürlich eine geile Sache ist, weil wir halt neben den 1 Million Münzen halt unseren Linksverteidiger hier auf den Roberto Carlos upgraden werden. Ich überlege dann, ob wir vielleicht Tschech austauschen nächste Woche, weil ich ja hier in den Rewards den Donnarumma Road to the Final hatte und der ist halt einfach ein geiler Keeper. Das müssen wir dann halt mal alles gucken, was wir da am Ende des Tages machen. Ich gebe euch noch ein ganz kurzes Update, weil im Shop, Junge, ich habe Meter gemacht, guckt euch das an hier. Natürlich immer die täglichen mitgenommen, zack, zack, zack und jetzt hier. Das wird am Mittwoch im Stream-Chat beim Comeback-Stream, da müsst ihr einschalten. Das wird so ein geiles Pack-Opening geben. 85x4, 85x3, 85 Gold-Profi, 84x5, 84x5, 84x5. 84x5, 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 83x10, das sind noch 11 Gold-Profi-Packs und ein 83x20. Ich glaube, das war das Gesamtbelohnungsding aus den Tagesanmeldungen von Foot Birthday. Also, wir können hier auf jeden Fall richtig dick Meter machen. Freut euch auf das Pack-Opening und auf den Comeback-Stream am Mittwoch. Okay, ich habe gerade irgendwie hier noch 11 Ziele abgeschlossen. Ich wollte eigentlich in die Weekend League reingehen. Ja, wild. Guck mal, was man hier schon wieder für Packs bekommt. Das ist so krank. 83x2, ein 80x5. Van Persie gibt es jetzt zum Erzocken, gibt es ein 83x3. Junge, das ist geisteskrank. Ich habe 4 Spiele gemacht. LOL, ich habe original 4 Weekend League Spiele gemacht. Das ist ja komplett verrückt. Okay, ich nehme die einmal ganz kurz mit. Und dann geht's rein in die Weekend League. Junge, was für Packs man hier zugeschissen wird. Das ist krank. Ich bin halt leider gegen Ende der Woche, weil ich ja halt wirklich nur Zugriff auf die Web-App hatte, nicht zocken konnte, nichts kaufen, nichts verkaufen konnte. Bin halt irgendwann so ein bisschen out of Spieler und out of Futter gegangen. Aber das ist halt krank, ne? Guck ich mal an, 4 Spiele. Krieg hier einfach 20 Goldkarten geschenkt für ein bisschen zocken. Ey, geil. Und dann kann ich mir hier sogar noch den Hector Bellerin aus dem Season Pass mitnehmen. Ah, jetzt haben wir auch noch Level 10 geknackt. Foot Birthday. Der sieht eigentlich ganz fresh aus, ne? Muss man fairerweise sagen. Für eine Gratiskarte ganz cool. Der hat, meine ich, auch doppelt... Ne, der hat 3 Sterne, 5 Sterne. Rakete und Flanke Plus. Eigentlich echt eine coole Karte. Vor allem auch ganz coole Trades. Ich muss halt fairerweise sagen, ich glaube, auch wenn es bitter ist, würde ich auf dem Main-Account nie machen, aber ich glaube, der wird bei uns als SBC-Futter enden. So, jetzt aber mal rein in die Weekend League. Auf kaputten Montag schwitze ich rein. Unser erstes Weekend League-Game nach einer Woche Urlaub. Ich bin gespannt. Die letzte Weekend League war so ein Trümmerbruch. 13-7 geholt, hab so verkackt. Okay, come on. Wir gehen rein. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Bonn VfB. Naja, vielleicht quitten ja heute die Leute ein bisschen früher, weil es der letzte Tag von der Weekend League ist. Der Mann hat auf jeden Fall vom neuen Event direkt mal 3 Spieler drin. Ah, schauen wir mal. Boah, Kane, er macht schon wieder Meter. Er macht schon wieder Meter. Kane, ich habe komplett verkackt, oh mein Gott. Okay, ich muss ein bisschen warm werden. Ich war im Urlaub, Digga. Frag mich nicht, was ich da für eine Scheiße versucht habe. So, jetzt, Rolfö. Oh, Futre.
Jo, Felix? Ja, guck mal, Claudia Pina. Und das war geil gespielt, Mann. Ah, wichtig, Junge. Komm schon, komm schon. Ich hab richtig Bock, ne? Eine Woche FIFA-Abstinenz. Junge, ich bin wirklich maximal motiviert, muss ich sagen. Oh, okay, ein geiler Ball. Felix, let's go, 2-0. Sehr schöner Start in die Weekend League. Sehr, 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 sehr schön. Futre. Kane. Nicht das 3-0. Keiner weiß, warum ich da rüberspiele. Also nicht rüberspiele, besser gesagt. Oh, Felix, Junge. Schönes Teil. 3-0 nach 17 Minuten. Ich bin dem Team halt auch wirklich was schuldig von letzter Woche. Ich habe so schlecht mit denen gespielt. Digga, es tut so weh, so ein scheiß Gegentor und es wird einfach dafür sorgen, dass der Mann nicht quittet. Bruh. Boah, Felix, wunderschön. Nice, Offensive läuft aber richtig gut, 4-1. Ich habe auch wirklich Bock zu zocken gerade, muss ich sagen. Oh mein Gott, Digga. Wir sind einfach nochmal spannend, 4-2. Boah, die Connection. Aber Kay mit dem 5-2. Ah, Alter, was ist denn da los, Junge? Steht da einer auf der Internetleitung bei dem Mann oder was? Harry, der Mann ist hungrig. Boah, Felix, geiles Ding. Harry, schade. Boah, Schweinsteiger, was ein Ball. Futre, starkes Ding. Harry, 7-2. Schöner Angriff. Oh, hohoho, Felix ist am Tanzen, Junge. Boah, der macht Meter. So, 9-2. Ich glaube, das wird wieder zweistellig hier. Also es ist halt aktuell bei Weekend League Experience, ne? Entweder ich gewinne zweistellig oder ich verliere. Es gibt einfach keinen dazwischen. So, damit sind die 10 voll. Im ersten Weekend League Spiel nach dem Urlaub direkt ein schöner 10er-Schlag. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Das muss jetzt einer für die Moral geben nach meinem 13-7 da letzte Woche. Jo, 11. Wolfe, darf auch nochmal. Zack, passt. So, und damit ist es geschafft. Vamos, ich mache den Weekend League Counter auf 1-0. Fühlt sich gut an. Weitermachen. So, wir machen weiter. Zweites Weekend League Game. Ritzerfeld 97 und das Geile ist, es gibt das Team. Und das heißt, da gehe ich bei 0-0 raus. Das wollte ich damit nicht sagen. Normalerweise sind die Teamskipper, die sind, haben immer eine kurze Leitung. Auf der quittet jetzt nicht bei 0-0. Nein, passt, wir gehen rein. Let's go. Come on. Ich sehe einen Mbappé, ich sehe einen Puskas. Und ich hoffe, wir sehen hier gleich einen Sieg. Boah, das sieht direkt gut aus. Pina. Pina! Zweite Minute, let's go! Oh, 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 Futre! We back! Vierte Minute, 2-0. Eieiei. Ei, ei. Oh, ich dachte, da komme ich auch noch vorbei. Oh, Moment. Lebt noch? Lebt noch? Harry? Lebt noch? Yep! Siebte Minute, 3-0. Eieiei, ei, 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 da gibt's aufs Maul. Junge, was geht hier? Harry? Yep. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal nach 9 Minuten gegen einen 4-0 geführt habe. Das ist wild. Kennt ihr bei Twitter diese Seite? Zerfickungsalarm? Die sollen das mal posten, die Ehrenmänner. Junge, das ist ja Wahnsinn. Was passiert denn hier? Oh nein, bitte nicht. Nein, nein, der wird wieder nicht rausgehen. Oh, und der gehört zu den... Das ist so einer, der Messi Team of the Year First Owner hat. Zu den 0,7%, die nach 8 Minuten 4-0 hinten liegen. Der Klassiker, meine Freunde. Ihr werdet in diesem Spiel rewarded, wenn ihr mit Controller gerade halten, aber mal so absolut gar nichts zu tun hat. Perfekt, Junge. 6-1. Ja, und er hebt die Hand. Let's go. 2-0, guter Weekend League Start. Wir machen mit da. Leute, es tut so weh. Ich bin hier immer noch am Ölen, aber ich habe keine Zeit mehr. Und habe gerade eine rote Karte gegen den Gegner kassiert, der echt gut ist. Ich bin ja heute noch bei der Baller League und ich werde jetzt hier tatsächlich leider quitten.
und damit die zweite Niederlage mitnehmen. Ich habe gerade eine glattrote bekommen. Es ist bitter. Ich habe halt leider komplett eine Zeitnot. Scheiße, ey. Ja, damit stehen wir 7-2. Ah, ich habe zu wenig Zeit. Es tut so weh. Es tut so weh, Mann. Aua. Guck mal. Ich habe einfach gegen FC Zimbo gewonnen. Lol. Aber ich glaube, der hieß aus irgendwelchen anderen Gründen Zimbo. Ich glaube, der kennt die Teasies und mich nicht. Einfach FC Zimbo. Was eine Legende. Also kurzes Update. Ich stehe 9-2. Es läuft eigentlich ganz gut. Also ich capture jetzt hier nicht alle Spiele, sondern höre halt nebenbei ein bisschen Musik und so. Dass ich halt auch mal zwischendurch Pause machen kann, wird das jetzt hier nicht gestreamt und aufgenommen. 9-2 ist stabil, ne? Nur ich muss halt jetzt gleich zur Border League losfahren. Ja. Ich glaube, das wird nachher noch eine Nachtschicht geben. Ja, müssen wir durch. So, meine Freunde, es sind ein paar Stunden vergangen. Es ist 2 Uhr in der Nacht und ihr seht schon die Bilanz. Ich stehe 12-5. Ich versuche noch irgendwie mit einem kleinen Endsprint die Weekend League fertig zu spielen. Für 16 Siege wird es auf jeden Fall nicht reichen. Dafür war ich heute zu sehr im Stress, um da irgendwie was aufs Parkett zu zaubern. Aber ich will die 14 auf jeden Fall mitnehmen. Ich bin jetzt hier von der Baller League gerade nach Hause gekommen. Bin absolut todmüde, aber ich will mit dem Team hier auf jeden Fall jetzt noch Meter machen und die 14 Siege mit euch eintüten. Deshalb gehen wir auch direkt rein. Ich werde auch gleich noch nach den Rewards ein paar Packs aufmachen. Ihr habt gerade gesehen, irgendwie 47, 48 Packs. Ich habe so unfassbar viele Packs wieder bekommen. Golasso Torgarantie. Was habe ich hier noch? Was hatten wir? Genau, Golasso Torjagd. Was man hier für Packs bekommt, einfach nur, weil du 60 Tore machst. Das ist unfassbar, ne? 80 mal 10, 83 mal 5, 81 mal 11. Als Gruppenbelohnung noch ein 85 mal 2. Also werden auf jeden Fall noch ein paar geile Packs ziehen können. Aber jetzt erstmal die Hausaufgaben in der Weekend League machen. Fun Fact, ich spiele hier heute wirklich richtig halbherzig. Also ich bin auch ehrlich zu euch, weil ich einfach heute nicht die Zeit hatte. Ich glaube, ich bin von den 5 Niederlagen 3 oder 4 Mal gequittet, als ich halt irgendwie mit 2 Toren hinten gelegen habe. Weil ich es jetzt hier einfach einmal noch durchkriegen möchte. Ich möchte halt einfach mit dem RTG-Account keine Weekend League auslassen. Wenn das dann dafür sorgt, dass wir jetzt hier 1-2 Siege weniger mitnehmen als sonst, all good. Aber man muss auch fairerweise sagen, letzte Woche waren es ja nur 13. Also wenn ich 14 holen würde, wäre das besser als letzte Woche. Wir gehen mal rein hier. Come on, Gegnerteam haben wir uns nicht angeguckt. Da läuft auf jeden Fall ein Pelé rum, aber ich glaube, das ist der Abedi. Einfach jetzt hier noch die 14 Siege runterschwitzen. Das wäre Weltklasse. Boah, Felix, geiles Ding. Harry! Oh! Digga, der war nicht drin. Ah! Fast noch einen reingelegt da. Digga. Komm, Kane. Oh, ich wollte auf die... dem Beini gehen. Bruder, was ist das? Hallo? Also das ist hier schon wieder komplett gottlos. Ja. Eine Ecke geht immer, ne? Der Klassiker, wirklich. Es ist so. Es ist so typisch. Er ist einmal vor meinem Tor. Oh, Junge, es ist so der Klassiker. Komm, Felix, mach irgendwas, Harry Kane. Ja, let's go, Digga. Wichtig, der war wichtig, direkt einen nachzusetzen. Einfach vorbeilaufen. Let's go, Harry Kane. Let's go, Junge, wichtig. Der trifft einfach das Tor nicht im Nachschuss. Junge, diese Ecken geben mir so den Rest. Harry Kane ist so ein Macher. Tavernier ist so ein Macher. Ich weiß euch, dieses Team marschiert so nach vorne. Es ist wirklich krank. Boah. Ich warte darauf. Dass er moved, wollte ich sagen. Perfekt. Und schießt in die Ecke, wo er hinmoved. Also ich glaube, jetzt drücke ich ihm einen Direktor, oder? Ich glaube, es ist Zeit für einen Direktor jetzt. Digga, ich hab die Scheiße so studiert. Es ist gottlos. Es ist so gottlos. Kein Mensch redet über Tavernier.
haben wir uns da verstanden? Das ist ja so fuckwrecked. Aber ich glaube, der geht nicht raus in den 5-1 Tevin hier. Bruder, es macht so Spaß mit dem. Das ist so krank. So, meine Freunde, mein Gegner hat den Controller eingeklemmt. Das hier sind die letzten spannenden 25 Minuten. Hier geht's richtig heiß her, meine Damen und Herren. So, Freunde, das Ding läuft. Wir stehen 13-5, haben damit genauso viele Siege wie letzte Woche. Geisteskrank, ohne Spaß. Die Woche läuft jetzt halt wieder echt richtig, richtig gut. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt mit Quali und den 18 Weekend League Spielen 3 Stunden Spielzeit. Ne? Also wir rasieren hier eigentlich echt gut durch. Ich sag, es wären halt auch noch 1-2 Siege mehr drin gewesen. Stand jetzt natürlich logischerweise, wäre ich halt nicht immer so früh gequittet. Aber halt wie gesagt, keine Zeit dieses Wochenende gehabt. Ich habe halt wirklich einfach nur diese 3,5 Stunden, die ich jetzt vielleicht am Ende hier zocken werde für die Weekend League gehabt. Aber ich bin super zufrieden, Alter. Ohne Spaß, wenn wir die 14 Siege hier eintüten, Weltklasse. Da sage ich absolut gar nichts. Da nehme ich das mit so viel Liebe mit. Ist wieder eine Steigerung zu letzter Woche. Und in der neuen Woche werden wir dann so unfassbar stark unser Team upgraden können. Aber unser Gegner für Sieg Nummer 14 gehört zu den 0,7%, die Messi Todi First Owner haben. Ja, gut. LOL. Ey, der Gifted Win. Was ein Ehrenmann! Was ein Ehrenmann! 14 Siege! Let's go, Junge! Ich nehme das mit so viel Liebe mit, Alter! Hä, wie strong! Was ein Macher! Einfach Sieg gegiftet bekommen wir um 2 Uhr nachts. Ja, dann spielen wir jetzt auch noch um die 15, Junge. Hä, also das wäre geisteskrank, wenn wir jetzt 15 Wins holen. Also das wäre komplett gestört für den Weekend League Speedrun, den ich hier hinlege. Alter, okay. Ich push mich jetzt nochmal komplett rein. 15 Siege bringt natürlich jetzt hier für den dieswöchigen Weekend League Rang nichts. Aber halt für die Gesamtziele und so nehme ich das natürlich alles mit. Come on, da will ich jetzt 15 haben. Zeig mal her, wen haben wir als Gegner? Er will Team auch skippen. Okay, ich sehe einen Cristiano Ronaldo, ich sehe einen Mbappé, ich sehe einen Ronaldinho. Boah, das war stark gespielt. Ah, scheiße. Komm, Felix. Oh, was? Oh mein Gott. Oh, ist das verzögert. Heilige Scheiße, ist die Connection gerade kacke. Let's go, das war geil gespielt. Ausgleich. Pina, vamos. Ich will diese 15 haben. Wow, Felix. 2-1. Let's go. Vamos. Das war so gut. Und Joao Felix mit dem 3-1. Junge, ich liebe dieses Team. Ich liebe dieses Team. Es spielt sich so gut, Mann. Harry Kane 4-1. Alter! Junge, es ist so schön, Mann. Es ist so schön. Let's go. Harry? Harry Kane mit dem 5-1 und die stehen symbolisch für die 15 Siege, oder? Ich glaube, das Ding ist durch. Ja. Ey, ohne Spaß. Ich bin so unfassbar glücklich darüber. 15 Siege und ich habe das ganze Ding hier. Mich würde das mal interessieren. Also ich sage, das waren maximal 3,5 Stunden mit Weekend League Quali. Wir haben in der Quali 4-0 geholt. Dann habe ich halt 4 Games gequittet, ne? Weekend League 15 Siege, obwohl ich glaube ich 4 Niederlagen über Quits genommen habe, weil ich da hinten gelegen habe und hier einfach heute schnell durchkommen musste. Das ist überragend, Alter. 15 Siege für so eine Speedrun Weekend League und das Team hat sich so geil gezockt und wir werden nächste Woche so geil upgraden können, weil jetzt gibt es natürlich noch Rewards und die werde ich mir so dick schmecken lassen. Ich habe so Bock auf die Rewards. Es ist, ja, 14 Siege ist jetzt nicht übertrieben krass, aber es ist zumindest mehr als letzte Woche, wo es 13 Siege waren. Und da habe ich mir den Arsch abgesweatet. Diese Woche relativ entspannt gespielt. 2 Gold-Player-Picks, 2 Kampagnenwahlen, 85x3, 100 Carpack, 125er und natürlich ganz, ganz wichtig für die RTG. Kommt ganz am Schluss, zeig her. 50.000 Münzen. Digga, let's fucking go, Alter. Wir gehen rein in die Rewards, Freunde. Ah, es sind 3 Gold-Player-Picks und es ist 1 Kampagnenmix. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Wir gehen rein. Ich starte mit dem R3-Pick. Perfekt. Heuberg. Oh. Ja, guck mal.
Irene Paredes, 88, direkt im ersten Player-Pick. Ey, so lobe ich mir das doch. Junge, kann direkt so weitergehen. Alter, sick. Junge, mehr davon. Mehr davon! Junge! Was geht ab, Alter? Hä, es ist die V-Icon? Aber ich habe eine Icon aus meinen Rewards gezogen. Junge! Das ist ja richtig geil. Also, die ist nicht krass viel wert, aber ich habe eine Icon aus meinen Weekend League Rewards gezogen auf der RTG. Junge, das ist so sick. Das ist so unfassbar sick. Birgit Prinz, 91 mit Ruhepol und Trivela. Komm her, Birgit. Komm her. Ey, was für sicke Rewards jetzt schon. Und wir haben immer noch den Kampagnenmix. Die ist halt gar nichts wert, ne? Die hat Futterpreis. Und ich glaube, der Inform wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen. Aber Junge, wenn ich mal eine Icon aus dem Reward ziehe, dann nehme ich aber so dick die Icon mit. Ey, ich bin so glücklich. Ich sitze hier um 2:30 in der Nacht, ne? Öl noch die Weekend League, denkt mir, komm, Alter. Für die RTG-Brathkos da draußen, die diese Serie feiern. Ich hatte auch selber Bock. Ich will das Format hier durchziehen. Ich bin einfach belohnt worden. Es ist so cool. Und wir haben immer noch einen Kampagnenmix. Guckt euch die Playerpicks an. Das ist richtig, richtig, richtig geil, Mann. Ich freue mich so auf den Mittwochstream, wenn wir da das Team upgraden. Junge, ich hab so Bock. Und jetzt nochmal ein Kampagnenmix. Alter, wir gehen rein, Chat. Ich hab so Bock. Come on. Kampagnenmix. Ah, scheiße. Ich hab's verkackt mit R3. Ich hab zu früh hingeguckt. Aber es ist auch eine 91er Martens. Die nehmen wir für Rating mit. Das ist auch super. Auch wieder 91er Rating. Ich glaube, die kostet die noch ein bisschen. Ja, 100k. Okay, aber es ist halt 90k. Aber es ist halt trotzdem. Sag ich euch ehrlich, für 14 Siege nehme ich das hier aber mal richtig dick mit. Läuft. Wir gehen weiter zu den Packs. Damit kann ich leben und arbeiten. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen durch. Ich habe schon wieder Ziele. Was habe ich denn jetzt für Ziele? Saisonfortschritt habe ich sogar 2 Golds. Auch nochmal ein 83x3. Was habe ich hier noch? Ultimate Foot Champions Geburtstagsbonus. 75 Spiele. Ich kriege nochmal ein 81x11. Das ist so krank, mit was für Dingern man hier zugekackt wird. Van Persie. Krieg ich auch nochmal ein 81x2. Keine Ahnung. Hab 4 Tore per Powerschuss erzielt. Boah, nehme ich mit. Aber ihr seht, also wir müssen jetzt hier ein paar Packs erstmal wegmachen. Die dicken, die bewahre ich mir. Also die dicken außerhalb der Rewards. Bewahre ich mir für den Stream am Mittwoch auf. Das Tradable 85x3 ist zum Beispiel aus den Rewards. Ich mache jetzt hier den kleinen Scheiß erstmal weg. Sowas wie 80x5 und so. Da gehe ich mal rein und melde mich, wenn was Gutes dabei ist. Ja? Ich melde mich. Ansonsten ziehe ich dir der einfach lecker weg. Kann man vielleicht mal eine SBC von abschließen oder so. Ich werde immer mal wieder ein bisschen recraften. Wenn was kommt, ich sag Bescheid. Ihr werdet es nicht verpassen. Und dann gehen wir rein in die Rewards. Lecker, schwecker, Spaßentdecker. Ich habe so gute Laune gerade im 2:30. Also was ich aber wirklich sagen muss, ne, wo ich jetzt hier gerade die Packs ziehe, es ist halt wirklich krass, wie heftig man dieses Jahr fürs Spielen belohnt wird, ne? Mit diesen ganzen Bonuszielen und so, das ist halt wirklich krank. Also du kriegst ja für jedes Spiel, gefühlt übertrieben gesagt, jetzt 3 Packs. Vor allem, wenn du Weekend League und so spielst. Einfach fürs Zocken. Du musst die Spiele ja nicht mal gewinnen. Wenn du dann auch noch gewinnst, dann ist sowieso Game Over. Aber das ist halt wirklich heftig. Balde, guck, habe ich tradable, perfekt, läuft. Also das ist halt schon sehr, sehr nice, ne? Also ich weiß gar nicht, wann ich hier... Ich glaube, ich habe vor dem Video jetzt hier irgendwie 15 Packs oder so gehabt zum Aufsparen. Ich meine, wir sind hier bei 50 irgendwo, die ich jetzt hier wegölen muss. Und da kommt aus dem 81x2 ein 89er Neymar. Das ist halt krank, man generiert so viel Futter. Es ist unfassbar, Alter. Ich sag euch ehrlich, also so viele Scheißpacks sind hier gar nicht mehr dabei, ne? Alleine wie viele 84x5er hier, also ich glaube, jetzt muss ich mal in 80x10 reingehen. Ich hätte zwar nicht so die krassen Erwartungen, aber müssen wir auch mal die vermeintlich dickeren Dinger aufmachen. Ja gut, ist ein 83er Busquets drin, ne? Was haben wir hier noch? 381x11. Junge, der Verein wird halt gleich so stacked sein. Das ist ja komplett gottlos. Also selbst wenn wir jetzt hier nicht mal was Geiles drin ziehen, das ist ein Pope mit 84 oder so. Jetzt kommen auch schon die ersten Duplikate. Also alleine, was ich hier recraften kann, das ist der Wahnsinn. Oh, das ist Rolfe. Walkout habe ich sogar geskippt. Und Reiten noch dazu aus dem 81x11. 87, 88, Double Walkout. Let's go, Junge. Der Roberto Carlos ist ja Mittwoch so fällig, die SBC. So, wir sind auf 30 Packs runter und damit sind wir jetzt bei den Rewards angelangt. Das heißt natürlich,
100 Carpec, 125er und dann das 85 mal 3. Wir starten rein mit dem 100 Carpec. Ich habe jetzt ehrlicherweise gar keine großartigen Erwartungen mehr hier an die Rewards. Wir starten auch tatsächlich mit das Herbs, glaube ich, ne? 85. Die ist sogar Walkout Herbs. Ja, okay, nehme ich sogar mit. Ne? Habe ich nichts gesagt. Ich habe hier keine großartigen Erwartungen. Also 100 Carpec und 125er sowieso nicht. Aber es ist halt richtig, 84 sogar, schön viel Spielermaterial. Ich werde jetzt hier auch die meisten Goldspieler des Karten. Weil ich sage euch ehrlich, ich habe noch so viele Sachen, die ich halt untrade bekommen werde an Goldspielern. Die kann ich jetzt gerade wirklich einfach discarden. Dann nehme ich lieber die Münzen mit. Ihr seht ja, wie viel dick das hier Meter macht. Also die nehme ich jetzt hier einfach als Münzen-Generatoren-Packs mit. Und wir gehen nochmal ins zweite rein. Deutschland ZM, Toni Kroos, Gündogan. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Walkouts. Es ist ein Doppel-Walkout. Das heißt, es sind schon mal mindestens drei. Big W. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Können wir auf dem Markt verkaufen. Dahinter ist noch eine Girelli. 86. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 86er kosten 7k oder so. Ne, ist jetzt nicht die Welt. Aber auch das wieder mitnehmen. Bisschen die Münzen einsacken. Passt. Guck mal. Ich habe jetzt hier wieder für 6000 Münzen Spieler discardet. Wir stehen jetzt hier einfach bei über 200k. Und guckt euch das mal bitte einfach an. Der Mittwochstream wird so legendär. 85 mal 4 mal 3 mal 3. Das ist das aus den Weekend League Rewards. 85 mal 2, 84 mal 2, ja, 83 mal 3, 83 mal 5, 84 mal 5, ganz viele von den wiederholbaren. Dann habe ich noch ein 83 mal 10 und ein 83 mal 20. Und ich werde halt noch bis Mittwoch ein paar weitere Packs craften. Also diese 83 mal 10, da werde ich wahrscheinlich noch 3 Stück von mitnehmen. Vielleicht auch sogar ein paar mehr, je nachdem, was das Futter sagt. Ich bin auch gerade wieder in Inform gezogen. Das ist Weltklasse alles, ohne Spaß. Wir gehen jetzt aber rein in unser Rewards-Pack. 85x3 tradable. Da jetzt noch vielleicht ein Event-Card, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Wäre natürlich Weltklasse. Ich hätte am liebsten zwei Walkouts, die ich verkaufen kann. Ich rechne hier nur in Münzen. Nose-Pack, vielleicht eine Event-Karte, wäre Weltklasse. Es ist eine Event-Karte. Und das heißt garantiert, ja, ist ja Hero. Oh mein Gott, es sind ja nur Heroes drin. ZDM, Kanté, schon mal Gold Walkout und ein Hero. Komm schon, das wäre ja geisteskrank geil. Und es ist JJ Okocha, V-Icon 89, nicht viel wert. Aber, also ich sage euch ganz ehrlich, W Rewards aus der Hölle. Eventkarte Hero, Eventkarte Icon, auch wenn es zweimal V war, das ist richtig geil Rewards-mäßig gewesen. Da kannst du absolut nichts sagen. Es ist sogar noch ein dritter Walkout dahinter. Die beiden 86er, die kosten halt, ja, 6k, die kosten aktuell gar nichts. Der JJ Okocha, 20k, klar, ist auch nur Futter, aber ich nehm's mit, Alter. Eventkarte fühlt sich einfach aus den Rewards immer gut an. Und, Junge, ich sitze hier um 3 Uhr nachts und bin ein unfassbar glücklicher Mensch. Wir gucken mal auf die Transferliste, da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was verticken. Ja, guck mal, alleine wie viele Spieler hier wieder sind. Wenn die 5k kosten, sind es 20, 25, die beiden zusammen dann vielleicht 40k. Mit ihm dann 60k, ist auch deine abzüglich die EA-Taxes 250k zusammen. Wir chillen da noch ein paar Gold-, Bronze- und Silberspieler. Ihr habt die Packs im Shop gesehen, ich habe schon wieder irgendwelche Ziele gemacht. Es ist komplett wild. Team dieses Wochenende geisteskrank. Ich bin so glücklich darüber, dass ich mit dem Team nochmal zeigen konnte, dass es funktioniert und das letzte Woche an mir gelegen hat und nicht am Team, weil ich sage euch ehrlich, 16 Siege wäre unter normalen Weekend League Voraussetzungen, das heißt, ich zock das Ding nicht auf schnell in 3 Stunden durch, so easy drin gewesen. Das Team marschiert. Ich bin in Love damit und wir werden es nächste Woche nur noch weiter upgraden. Es gibt da ein paar Spieler, auf die ich schiele. Also, wenn wir Schweinsteiger, Futre und Marzen vielleicht verkaufen, dann haben wir halt roundabout 1 Million Münzen für 2 Spieler. Oder wir machen halt noch eine weitere SBC und haben vielleicht sogar 1 Million Münzen für einen einzelnen Spieler tradable. Links wird der Roberto Carlos hinkommen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare für das Team. Lese ich mir mal sehr, sehr gerne durch. Schaltet am Mittwoch im Stream ein. Dieses RTG-Projekt ist einfach maximale Liebe. Dankeschön, dass ihr das alle so supportet. Und dann sage ich, ich bin raus. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. Digga, ich liebe das Projekt. So geil, Mann. Wieder ein Erfolgserlebnis auf der RTG. Ist so cool, Mann. Das ist einfach geil.